In diesem Monat wird in Eilenburg am Schanzberg eine Notunterkunft für geflüchtete Menschen in Betrieb gehen. Die Containeranlage ist für bis zu 96 Personen angelegt, wobei eine anfängliche Auslastung von etwa 90% erwartet wird. Vorab luden der Landkreis sowie die Betreiber der Einrichtung zur Besichtigung und zum Gespräch. Anwohner sollen sich vor Ort ein Bild von der Unterkunft und dem Vorhaben machen können. Steigende Zahlen an geflüchteten Menschen machen die Eröffnung von Unterkünften wie diesen notwendig. Wir haben so viele geflüchtete Menschen, die wir von dem Freistaat in den Landkreis zugewiesen bekommen. Wir müssen Standorte suchen und es gibt Standorte, die sind besser geeignet, es gibt Standorte, die sind weniger gut geeignet. Und nach unseren Parametern, die wir uns gestellt haben, näher zu einer größeren Stadt, Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr, Einkaufsmöglichkeiten. Und das waren so die Punkte, wo wir gesagt haben, wir suchen einen Standort in der Nähe von Eilenburg. Die Gemeinschaftsunterkünfte in Eilenburg weisen aktuell keine freien Plätze mehr auf. An diesem Standort hier werden zwei Objektleiter sowie Mitarbeiter im Bereich der Betreuung, sozialen Arbeit, Verwaltung, Reinigung und Hausmeister sowie ein 24-Stunden-Sicherheitsdienst mit je zwei Personen arbeiten. Wir haben ja schon die Erfahrung 2015-16 gemacht, wo sehr viele Menschen zu uns gekommen sind. Und in den Jahren danach, 16-17, war der Zustrom deutlich geringer geworden. Und wir sind damals davon ausgegangen, dass dieser Zustrom vielleicht einmalig war, dass sich das nicht wieder wiederholt. Aber wir müssen jetzt feststellen, in 22, 23, die Ereignisse in der Welt sind so, dass wieder mehr Leute zu uns kommen. Und so müssen wir uns auch jetzt Gedanken machen, dass es eben nicht bloß einmalige Ereignisse sind, sondern dass wir uns dauerhaft auf einen gewissen Zustrom von Asylbewerbern einstellen müssen. Und da brauchen wir ein bisschen länger, ehe wir das alles in extra Konzepten umgesetzt haben. Wir werden ein Unterbringungskonzept jetzt im Dezember in den Kreistag einbringen und werden das dort diskutieren. Und ich glaube, wir müssen uns langfristig auf eine gewisse Anzahl vorbereiten. Diese Einrichtung ist als Übergangslösung für vorerst 14 Monate angelegt. Es wird nicht alles gehen, gerade wenn man sich die Zahlen anschaut, ob das jetzt 100.000, 200.000 oder 400.000 pro Jahr sind, die nach Deutschland kommen. Wir vor Ort müssen die Menschen aufnehmen, müssen sie unterbringen und müssen sie dann für die, die berechtigt hier in unserem Land sind, auch entsprechend integrieren. Und das geht nur mit der kommunalen Gemeinschaft gemeinsam und das kann man nicht an einem Ort mit großen Einheiten machen. Die Kommunikation und Planung im Vorfeld liefen ruhig mit allen Beteiligten. Ab Mitte November wird mit den ersten Einzügen gerechnet.